Hallo meine Freunde, ich bin's nochmal wieder, Koopa der Wolf, und zwar zurück bei Pokémon Schwert. Ja, die Story ist doch noch nicht ganz vorbei, deswegen machen wir jetzt doch nochmal weiter, denn wir wollen das hier ja zum Abschluss bringen. Also, dann wollen wir doch mal sehen, was uns jetzt noch erwartet, so im Anschluss. Wir gehen jetzt erstmal los. Ding dong, es hat geklingelt, wer ist denn da? Ey, das ist doch diese Professorin Magnolika, genau. Du hast es geschafft, du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das freut mich, dass Sie mir gratulieren. Hier, das ist für dich, zur Feier deines Titels. Ah, danke, was gibt's denn Schönes? Du erhältst einen Meisterball. Oh, cool, ein Meisterball. Du verstaust das Item in der Pokéballtasche. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Oh, cool, wofür könnte man das wohl am besten einsetzen? Aber Professor Magnolika, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Koopa hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teil von Endinalos. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Oh, okay. Als Endinalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Koopa und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Ja, das hoffen wir alle. Also dann, Koopa, leb dein Leben, wie du es für richtig hältst. Das werde ich tun, glauben Sie dran. Ich werde immer versuchen, das Richtige zu tun. Also, danke für Ihren Besuch. Tschüss. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Ligapräsidenten macht. Aha. Ja, ja, sie ist ja wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet. Das hatten wir ja alle gelernt. Und ich muss sagen, ich hoffe, es wird jetzt alles besser. So, wir wollen... Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Man kann bestimmt nochmal zurück in den Flüsterwald. Oder Schlummerwald, genau so heißt er. Schlummerwald. Denn ich möchte gerne nochmal die Städte von Zazian... Oder Zazia, wie heißt das nochmal? Oh, ich vergesse immer die Namen. Ich werde doch schon alt, glaube ich. Obwohl, im Namen merken war ich noch nie gut. Ich wusste immer, wenn ich ein Gesicht kenne, aber ich stand oftmals vor Leuten und habe gedacht, jetzt bloß nicht mit Namen ansprechen, weil den weißt du eh gerade wieder nicht mehr. Naja, egal. Nee, aber ich denke, wir können die heilige Stätte da nochmal besuchen. Vielleicht treffen wir das Pokémon ja auch nochmal. Oder können es vielleicht sogar tatsächlich dann endgültig einfangen. Ich meine, das wäre doch cool. Oh, da ist noch ein Pokéball, den wollen wir uns mal schnell schnappen. Blatt Mentalkraut, okay. Ein Item, das ich zu schnell weggedrückt habe, ich Dussel. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt nicht kämpfen, aber okay. Ein kleiner Kampf am Rande kann wohl nicht schaden. So, ja. Boah, 45. Für den Schlummerwald, wo hier sonst immer so niedriglevelige Pokémon am Anfang waren, ist das doch gar nicht mal so schlecht, oder? Bums. Aber ein schneller Sieg ist es trotzdem. Und wir wollten uns ja auch nicht lange mit Kämpfen aufhalten. Wir wollen die heilige Stätte der legendären Pokémon besuchen. Und gucken, was uns da jetzt noch erwartet. Weil bis jetzt war es ja eigentlich immer so. Ich meine, wir haben jetzt Endinalos gefangen, ja. Aber die anderen legendären Pokémon konnte man doch sonst auch immer noch mal, die im Spiel vorhanden waren, einfangen. Und ich will mal gucken, ob das hier jetzt auch möglich ist. So, dann ist es aber schon wieder ganz schön neblig hier. Oh, hier sieht es wieder richtig schön aus. Oh, Hopp ist ja auch schon da. Hey, Hopp. Hey, Koopa, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich genauso fragen, ne? Oder nicht? Wieso bist du denn hier? Niemand traut sich in den Wald, in dem Zazian und Zamazenta geschlummert haben. Ja, warum eigentlich nicht? Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken.
Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Wie? Was sagst du da, Cooper? Du hast das Gefühl, von irgendwas hierher gerufen zu werden? Sehr seltsam. Ja, irgendwie hatte ich wirklich das Gefühl. Oh, da fällt mir ein, ich habe dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Was? Du hast mir doch nicht gratuliert? Herzlichen Glückwunsch, Cooper. Danke. Versteh das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass du, mein lieber Nachbar, meinen Bruder den Titel abnehmen würdest. Tja, er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas. Der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Cooper. Danke. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Ja, du würdest mich gerne einholen, ne? Hehehe, da wirst du aber doch ein bisschen mehr Power geben müssen. Sag mal, Cooper, würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Echt jetzt? Okay, na gut, ich tue dir den Gefallen. Danke. Ich will spüren, mit welcher Power du Dillion übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, von mir aus können wir sofort anfangen, Junge. Also. Hallo? Hallo? So, lass uns kämpfen. Bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Los geht's! So, dann werden wir jetzt dem guten Hop nochmal zeigen, was unsere Power ist. Ja, Hop. Ich werde dir sagen, du wirst diesen Kampf verlieren. Doch, jetzt kommt er auch wieder mit seinem Zwolok. Also, Zwolok ist doch... Also, für mein Lieberlo echt keine Herausforderung. Aber... Na gut, ja, ich gehe als erstes erstmal mit dem Feuerball wieder rein. Das ist meine Spezialattacke. Und das war's mit der Wolle von Zwolok. Einmal kurz angesenkt. Die kann man erst in der nächsten Saison wieder benutzen. Hehe. So, was hat er denn nochmal so alles? Relaxo. Oh, Relaxo ist, ja, Relaxo ist so eine Nummer für sich. Ich glaube... mit was gehe ich denn da am besten rein? Ich nehme auch wieder einen Feuerball, aber ich glaube, dass ich Relaxo nicht auf einen Schlag damit kleinkriege. Das ist doch sehr, sage ich doch, das ist nämlich sehr resistent. Also das ist wirklich eins seiner besten Pokémon, die er, glaube ich, hat. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich versuche dann nochmal einen Doppelkick, mal sehen. Bam, ja, so. Relaxo ist auch aus dem Weg geräumt. Gut. Dann auf in die nächste Runde. Womit kommt er mir denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was er alles für Pokémon hat. Ich weiß auch gar nicht, ob er vielleicht sogar schon gewechselt hat. Also Zwolok und Relaxo kenne ich ja schon. Womit kommt er denn jetzt? Urgel. Urgel? Was ist ein Urgel? Das war nochmal ein Urgel. Ich weiß, dass ich Urgel... Ach, das ist Urgel. Ja, das ist Wasser. Nicht sehr effektiv. Ich gehe trotzdem erstmal mit Doppelkick rein. Okay, das ist wirklich nicht sehr effektiv. Da hätte ich mal ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich wollte jetzt auch nicht meine ganzen Feuertanken verbrauchen, beziehungsweise meinen ganzen Feuerball. Was ist das denn jetzt? Wo ist das Vieh hin? Ich versuch's jetzt einfach mal mit Feuersäule. Ja, und ich hab's verfehlt. War ja klar, es ist ja auch nicht da. Autsch! Was war das denn jetzt? Wieso hat das Ding ein Pikachu im Maul? So, jetzt gibt's aber trotzdem noch mal eine Feuersäule. Ja. Aua! Och nö, jetzt hat er mich auch noch paralysiert. Das soll ja wohl ein schlechter Witz sein. Und jetzt ist er schon wieder weg. Och Menno, was mache ich denn jetzt? Beutel. Beutel, Kampf, Beutel. Beutel. Ich muss erstmal die Paralyse aufheben. Wo hab ich denn jetzt? Ich hab doch noch Paraheiler, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, da ist er. Gut, okay. Einmal schnell Paraheiler draufsetzen. Jo. Weil, ja. Okay, wahrscheinlich bin ich jetzt eh besiegt. Ah, nee. Gut, ein Angriff kann ich noch starten. Schnell. Feuersäule nochmal. Und ich hoffe, dann habe ich das Pokémon auch schon besiegt. Puh.
Aber der wirft mir trotzdem noch das Pikachu an den Kopf. So, Gegner wurde besiegt, aber ich wurde auch besiegt. Ja, lieber Lou, das war, würde ich denn sagen, ein glattes Unentschieden. Gut, ja, nur welches Pokémon nehme ich denn jetzt als nächstes? Gute Frage. Nehme ich Flamara, Aquana, Blitzer, Fulipurba, Glazolia. Ich nehme mal Aquana. Aquana hat mir auch im Finalkampf gegen den Champ sehr treue Dienste erwiesen. Also darf es auch jetzt nochmal zeigen, was es kann. Ah, Karamor hat er auch noch drin. Okay. Gut, was nehmen wir denn mal? Ich nehme mal die Hydro-Pumpe. Und einmal voll auf die 12. Du siehst so schwarz aus, ich muss dich mal waschen. Du bist ja immer noch nicht sauber. Wo ist noch eine? Du hast noch eine ordentliche Dusche. Na komm, das kriegen wir hin. Hier. Wir kriegen dich heute noch sauber. Was ist das denn jetzt? Autsch. Ja, aber war trotzdem ein Fehler. Hat ihm selber Schaden gemacht. War nicht die optimale Attacke. So. Wie viele Pokémon hat der Gute eigentlich jetzt noch? Aber Dynamaximieren können wir hier ja eigentlich nicht. Wir sind ja nirgendwo, wo Dynamax möglich ist, oder? Oh, Fulipurba hat auch ein Level hoch geschafft. Ist damit jetzt auf Level 67? So. Britziegel setzt er ein. Britziegel, was mache ich denn dagegen? Ich kämpfe erstmal weiter. Mal sehen. Das ist ein... Ja, stimmt, dieses kleine Ding ist ein Britziegel. Hydro-Pumpe nochmal drauf. So, hopp. Du bist zwar nicht mehr so schwach wie noch ganz am Anfang, aber ich werde trotzdem, ouch, diesen Kampf gewinnen. Auch wenn ich sagen muss, du schlägst dich im Moment gerade besser als dein Bruder. Dein Bruder hat mir nicht ganz so viele Schwierigkeiten gemacht. Du hast es sogar geschafft, mein Libero außer Gefecht zu kriegen. Also, hohes Kompliment an dich, mein Freund. So. Guardrom ist jetzt dran. Okay, dann sollte ich vielleicht mal wechseln, weil Wasser gegen Pflanze ist jetzt nicht sehr effektiv. Da werde ich lieber das Flamara nehmen. Weil, warum soll ich jetzt das arme Aquana einen Kampf aussetzen, wo es sowieso im Nachteil ist? Und sein Guardrom ist recht stark. Also, so, setze ich jetzt Flammenblitz ein. Wenn ich Flammenblitz mache, setze ich mir aber auch selber Schaden zu. Aber egal, trotzdem. Ich glaube, dass ich Gortrom mit einer Attacke Flammenblitz erledigt kriege. Genau. Und damit habe ich denn diesen Kampf auch schon gewonnen. Von daher ein kleines bisschen Schaden bei mir selbst ist jetzt nicht so wild. Das konnte ich, glaube ich, ganz gut verkraften. Ja, ich habe gewonnen. Hast du was anderes erwartet, Hopp? Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Doch, doch, das bin ich. Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgerechnet habe. Weiß ich nicht, also... Immerhin hast du Delien, den Unschlagbaren, besiegt. Ja, sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Hehe. Ja, ja, Sania. Oh, Sania. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Cooper. Jetzt bist du der Champ. Ja, so sieht's aus. Danke. Ach, das war doch nur Glück. Nee, nee. Doch, jetzt... Oder doch, ich mach mal einen auf Bescheiden. Ach, du jetzt... machst du jetzt einen auf Bescheiden, oder was? Ach komm, du hast allen Grund, stolz zu sein. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolica? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Ach was, Glückwunsch. Was, echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität.
Na, cool, jetzt habe ich das HDS-Buch gekriegt. Mit Autogramm. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Ach, kleiner Schleimerhaupt. Echt, danke. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen des Buches. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanias Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aufs Wort, Sania. Du und Cooper, ihr zwei seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Oh, danke, Hopp. Ach, übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Ach, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Ehrlich gesagt? Wow, wo denkst du hin? Das würde ich doch niemals tun. Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Ja, hab ich. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Sazian und Zamazenta wäre. Nö, das kann gut sein. Also wir sollten es denn doch wieder zurücklegen. Immerhin gehört es hierhin. Hey, Cooper, meinst du nicht, du hattest das Gefühl, dass dich irgendwas hierher ruft? Ja, vielleicht hat das ja damit zu tun. Das kann sein. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ja, da verdient haben die beiden das ja auch. Ich wette, dann sehen wir Zazian und Zamazenta irgendwann wieder. Das hoffe ich doch. Ich hoffe ja immer noch, dass man das irgendwie auch fangen kann. So, ja, ich möchte es ablegen. Zazianta, Zamazenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. So, Hopp und du gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Cooper. Was hast du jetzt vor, Sanya? Ich bleibe noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequelldetektor schlägt aus. Energiequelldetektor? Was kommt denn jetzt? Oha. Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Was sind das denn jetzt für Vögel? Was haben wir die für komische Matten auf dem Kopf? Oha. Also, sind Sie etwa Professor Sanir, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, kein Buchstaben ausgelassen. Ach, was sind das denn für Vögel, ey? Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere: Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als ein Stern. Ey, was seid ihr denn für komische, arrogante Viecher? Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich, aber wirklich. Ich bin Schwerthold. Und ich bin Schildrich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Ach du Schande, ey. Eingebildete Fatzke seid ihr. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut? Was faselt ihr da? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Ja, das frage ich mich auch. Mal abgesehen von den Frisuren. Oha, sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ey, beleidigt das Schwert und das Schild nicht. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Also wirklich, jetzt klauen die Sachen auch noch. Sag mal, was sind das denn für komische Vögel? Ich glaube, da muss ich mal mit dem Haarschneider vorbeikommen und denen eine ordentliche Frisur verpassen. Vielleicht kommt da mal Luft ans Hören. Hey, Finger weg, wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, hm? Hä? Wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Zazian und Zamazenta.
Du meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niederen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, die Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schwerthold, kämpfen zu dürfen. Ach du Schande. So, du oller Fatzke, dir werde ich jetzt eine Lektion in Sachen Bescheidenheit beibringen. Dir werde ich deine blöde Frisur vom Kopf brennen. Das Blöde ist nur, dass ich glaube, dass mein liebes Lieberlo immer noch angeschlagen ist, weil es hat ja keiner meine Pokémon geheilt. Also, wir gehen dann als erstes mal mit Feuerwirbel rein und brennen dieses Pokémon ein bisschen den Pelz ab. Hä? Oh nee, es ist ja, es ist Pflanze, aber auch Kampf. Und Kampf ist ja nicht so empfindlich gegen Feuerattacken. Autsch, okay, ich muss mir da doch was Besseres ausdenken. Mit welchem Pokémon gehe ich denn hier gegen vor? Blitz oder Glazuria? Eis? Ich bin mir nicht so sicher, was ich jetzt machen soll. Ich nehme jetzt einfach mal Eis. Vielleicht kann mir Eis hier ein bisschen weiterhelfen. Also Glazuria, du darfst jetzt auch mal zeigen, was du drauf hast. Okay, Blizzard ist effektiv, dann werde ich das auch gleich als erstes mal einsetzen. Okay, wie... Ey, jetzt wurde mir einfach schon wieder ein Angriff erstmal gestrichen. So. Okay, der hat aber gut gesessen, damit habe ich ihn weggefrostet. Denn... Das Blöde ist, ich weiß jetzt auch gar nicht, auf was ich mich hier gerade einzustellen habe. Ich wechsle meinen Pokémon doch nicht. Oh Gott, was bist du denn? Du wärst Stahl. Jetzt hätte ich eigentlich Flamara oder Lieberlo gut gebrauchen können. Okay. Ich bin ja eigentlich nicht fürs Heilen in einem Kampf, aber das hier sind keine Ligakämpfe, das sind keine Turnierkämpfe. Das sind Kämpfe fürs Recht. Und da darf ich das ausnahmsweise mal machen. Da erlaube ich das dem lieben Cooper mal. So. Autsch, das hat wehgetan. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Dann werde ich doch gleich mal das Pokémon wechseln und werde mein liebes Lieberlo reinholen. Und dann wird Lieberlo dir mal zeigen, was hier Recht und Ordnung ist, mein Freund. Denn so geht das nicht. Autsch. Gib mir doch keine Kopfnuss, du böses, böses Pokémon. So. Du kriegst jetzt aber erstmal eine schöne du kriegst jetzt erstmal schönen Feuerball ab. Und zwar voll auf deine Rübe. Bitteschön. Jetzt bist du eingeschmolzen. Was hast du jetzt davon? Bäh. So. Und was kommt jetzt? Wir müssen diesen ollen Fatzkes echt eine Lektion erteilen. Kann ja wohl nicht angehen. Ja, wir kämpfen weiter, natürlich. So. Auch dich sollten wir mit Feuer ganz gut in den Griff kriegen, wenn ich mich recht entsinne. Deine Panzerung besteht nämlich, glaube ich, auch aus Stahl, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, war schon mal nicht ganz so schlecht. Hä? Wieso holt er sein Pokémon zurück? Oh. Jetzt kommt er mit Douglas. Gut, da setzen wir jetzt auch mal Feuersäule ein. Weil du bist auf jeden Fall Stahl und jetzt schmelzen wir deine blöden Schwerter ein. Zack. Schwuppdiwupp, das war's. Hast du nicht anders verdient. Ey, diese Frisur. Ey, wenn ich das da so sehe, dieses... Ich meine, das sieht irgendwie aus, als wenn er ein... Nee, Ding-Dong auf dem Kopf hat. Ich weiß, soll wahrscheinlich ein Schwert darstellen, aber... Naja. Pah, das waren genug Aufwärmübungen. Es wird... wofür wird Zeit? Ernst zu machen, oder was? Du hast nur noch ein Pokémon, du Pappnase. Das ist schon... Halb im Nirvana. Das kriegt jetzt erstmal volle Ladung Feuerball ab. Und den ist Ruhe hier im Schacht. Freundchen. Ne? Wollen wir hier nicht zu vorlaut werden, mein Freund.
Obwohl, was sag ich, mein Freund? Du Fatzke. So, den Kampf haben wir gewonnen. Und ja. Ob. Oh, Libello ist aufgestiegen. Ob Hopp auch gekämpft hat? Ob Hopp. Selbst wenn Hopp gekämpft hat, hat er wieder verloren. Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon. Ja, das kommt davon. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Du hast dich hier gerade mit dem Champ angelegt. Du hast das rostige Schwert wieder an dich genommen. Gut. Pah, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Das kann schon sein. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Ja. Wie dem auch sei, dem Lachen nach zu urteilen, hat mein jüngerer Bruder den Sieg errungen. Och, Hopp, Mann. Was machst du immer? Tut mir leid, Cooper. Ich habe verloren. Ja, schon wieder mal. Haha, was war denn los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert? Oder warst du mit dem... eingeschüchterten Haarpracht? Gedanken einfach woanders. Aber sag mal, lieber Bruder, ist das nicht der Trainer, der Andy Nalos unter Kontrolle gebracht hat? Ja, das bin ich. Jetzt, wo du es sagst... Du hast recht, das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Ach, ihr meint dieses Lügengebilde? Solch ein Frevel, dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten. Hey. Die unsere Familie seit Generationen verehrt. Wie bitte? Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statuen von Zazian und Zamazenta verdeckt hat? Ich glaube, die meinen die. Aber wieso bin ich dafür verantwortlich, dass ein anderer Vollpfosten das kaputt macht? Cooper hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurden. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit. Und dann stampfen wir ihn in Grund und Boden. Ihr werdet mich nie im Grund und Boden stampfen. Schon. So machen wir das. In diesem Sinne. Hey, hier geblieben. Gib. Warte, Hopp. Mann, wo läuft der denn so schnell hin? Also wirklich, er kann denn denen doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung. Hm? Natürlich. Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als sein Rivale zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Ja, das kann sein, Sania. Aber vielleicht sollten wir lieber die Idioten verfolgen. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns, Schwerthold und Schildrich, finden. Genau, das sehe ich auch so. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen. Wollen wir das vielleicht im Labor im Raspberry besprechen? Klar, machen wir doch. Danke, ich hätte gar nicht fragen müssen. Was? Nö, hättest du nicht. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Ja, bis gleich, Sania. Ich komme dir hinterhergelaufen. Aber leider kann ich auch nur hinterherlaufen und nicht mitlaufen, weil du so schnell weg warst. Aber ich beende auch den Part hier für heute. Und ich würde sagen, uns erwarten noch ein paar Parts. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ja. Teilt das Video, empfehlt meinen Kanal gerne weiter, würde ich mich sehr darüber freuen. Außerdem, hier links könnt ihr gleich noch auf den lieben Wolf klicken, wenn ihr es noch nicht getan habt, und ihn ein Abo dalassen. Auch gerne die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten sage ich, ja, bis zum nächsten Mal. Wir wollen sehen, was diese zwei Schnösel hier noch so zu tun haben. Und wie, wobei wir sie aufhalten müssen. Bis dann, also euer Cooper, der Wolf. Au! Thank you.